Wir haben auch im Vorfeld dieser Tagung einen Mystery-Check durchgeführt. Und zwar haben wir uns noch Internetseiten angeschaut. Nicht die vier, die jetzt heute vorgestellt worden sind, sondern andere. Und haben festgestellt, da haben Texte aus Prospekten auch Eingang gefunden. Und nämlich gleich noch ein paar solche Texte vorlesen, weil die wirklich literarisch sehr hochstehend sind. Das ist der letzte Beitrag zum E-Tourismus. E wie Inhalt. Es geht ja auch darum, etwas zu vermarkten, ein Produkt zu vermarkten. Das muss man mit einem Logo bekannt geben, mit einem Text, der muss knackig sein, ist gerade passend bestätigt worden mit einer Headline. Wir stellen Ihnen diese Headlines vor. Ich habe heute und gestern extra noch aktuelle Internetseiten angeschaut von Bayerwaldgemeinden, die wir jetzt zitieren. Roland, fang du an. Alle sind ferienglücklich. Wir fühlen ihn, den Puls der Natur, hier, wo die Luft reiner ist als rein. Unten werden uns Wolf und Luchs empfangen und im Gasthof ein Kachelofen. Und mit dem Bauersleut nehmen wir eine kräftige Brotzeit ein. Wir werden Tracht tragen, Brotlaibe aus dem Backofen holen. Die Kinder sammeln die frisch gelegten Frühstückseier ein und werden so natürlich wie die Natur. Die Sonne malt Kreise. Ein Schmetterling setzt sich auf eine Wiesenblume. Von fern hört man Kinder lachen und wir fragen, können wir immer da bleiben beim blauen Himmel? Beim Tannenduft, wo sich Löwenzahn und Freunde treffen, bei einer Adventure-Erotik-Safari, einem Extreme Relaxing oder der Motorbike-GPS-Rally over King Arthur. Und im Sommer, da blüht der Wald hier bei uns im Kuhwiesenland. Da erwarten sie Brotzeit und Wadelstrümpf, Melkkurse und Gurselschnalzen und glückliche Kühe. Das sind unvergessliche Abenteuer nach allen Regeln der Kunst. Das ist des Reiters Lust in der Weidlerprärie. So weit das Auge blickt, 100% Heimat. Ich mach mit, Herrgott, ist die schön. A forest full of sunshine. Dabei hat der Wald viele Gesichter. Immer weiß man, wo man hingehen soll. Schuhplattler, Bauernballett und Volksmusik, alte Bräuche, lebendige Feste, fröhliche Menschen. Aktivitäten von A bis Z. Rund ums Jahr, jeder Tag ein Urlaubsschatz, ein unvergessliches Szenario für stille Genießer. Ein Heilmittel gegen den Alltag. Rezeptfrei. Und die Belohnung? Die Belohnung? Unsere Wandernadel. Dann lassen wir, da fragen wir dann aber über Zugabe machen. Und ich glaube, wir riskieren es. Klug ist da der Gast, der sein Herz zu Hause lässt. Denn hier geht es garantiert verloren. Hier genießen Sie die Ewigkeit der Augenblicke. Eine Luft zum Atmen, eine Natur ohne Zusatz. Zum Beispiel
beim Streichelzoo, am Kinderspielplatz, am Minigolfplatz oder beim hautnahen Kontakt zum Rehwild. Das ist ein Wald wie sonst keiner. Das sind Urlaubsloipen von Weltmeistern gespurt im Kristallkleidland. Heißer, heißer, eine Schneeballschlacht. Also, wecker da jetzt Chemie, Hurax, Dax, Box bei der Hax, mit dem Schneehammer am Massel. Gehen wir in den Wald, ein Arberaffe, Affe mit einem Gesang und einem Spaß, Kreuzfit, da ist einmal geil, da legst du nieder, das bringt's allerweil. Hauptsache gesund sein. Im Wald daheim, das ist eine starke Sache, das ist mega stark. Ein hartli Welt kam und kommt zwei wieder. Wir werden uns von der Sonne verwöhnen lassen, wenn sie aufgeht. Und dann, wenn die Gedanken frei sind, erscheint die Zeit zum Glücklichsein. Und die deftige Brotzeit, so ein Erlebnis. Es ist alles so friedlich. Unser Leben fügt sich in die Landschaft. Wir streicheln mal eine Kuh, mal ein Spanferkel. Der Appetit macht bereits Luftsprünge. Das ist Urlaub im Einklang mit der Natur. Eine Ehrenloge mit Blick auf den Wald. Tauchen Sie ein in die schlichte Stille des durchdringenden Lichts. Erleben Sie die feine Verführung, mal leise, mal temperamentvoll, mal versteckt. Lauschen Sie den Farben von Tannengrün bis Indian Summer. Erleben Sie die unschätzbare Leichtigkeit von tausend und einer Pracht. Weiß-blau und dazwischen nur Sie.